Glück auf und Vorhang auf zu einer neuen Aufnahme von Chronik eines Dorfes. Yo, oi, was ist das denn? Hase. Hase im Rathaus. Du weißt doch wohl, dass im Rathaus Hasen keine Erlaubnis haben. Keine Lebenserlaubnis, nein. Ja, wir sind zurück im Hundsgrab und ich habe gerade noch Zeit für eine kurze Aufnahme. Und das, ja, jetzt werden wir noch eine kurze Aufnahme machen. Und wir haben viel vor, wir haben viel vor. Wir nehmen uns erstmal etwas von dem frisch erbeuteten Holz hier, von dem Tannenholz, was wir ja in dem Winterwald im Norden gefunden haben. Und dann müssen wir jetzt erstmal im Armenhaus vorbeischauen. Da gibt es nämlich etwas, was ich schon lange hätte machen müssen. Ah, müssen wir jetzt hier durchgehen, das ist ja neu. Na, kein Trinkwasser, nicht vergessen. Spende für die Armen, nö, haben wir nichts dabei. Ja, und zwar hat mich der gute Powerplayer darauf angesprochen, dass hier irgendwo eine Fackel fehlt. Und natürlich wird das sofort nachgeholt. Die muss hier hin. Zack, da ist sie. Schöne Grüße an den Powerplayer. Und dann gab es noch etwas. Und zwar hatte mich... Ich hatte den Namen falsch ausgesprochen in meinem Video. Ich hatte da irgendwie nur so drüber gelesen. Normal lese ich natürlich alle Kommentare ganz sorgsam. Und hatte dann gesagt, dass der gute, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, Sky Valerie heißt. Was natürlich nicht stimmt, das ist ein elfischer Name. Also, ne, das sollte eigentlich einen elfischen Namen darstellen. Da ich aber im elfischen Namen aussprechen so saumäßig schlecht bin, ja, lass ich's. Nein. Doch. Ja, aber auf jeden Fall wird der Wunsch in Erfüllung gehen und wir werden hier eine Kapelle errichten und jetzt habe ich tatsächlich die Steine vergessen. Naja, gehe ich nochmal zurück. Also wahrscheinlich Skyre Valeri oder sowas. Ich bin da aber so schlecht. Vielleicht kannst du mir ja mal so eine Videobotschaft schicken, indem du den Namen richtig aussprichst. Dann kann ich ihn auch mal richtig aussprechen in Zukunft. Das wäre doch ganz toll, oder? Ja, wir haben noch 44 normale Steine, das ist toll, die nehmen wir mit. Dafür lassen wir die Stufen erstmal hier, brauchen wir noch irgendwas, die können wir vielleicht noch brauchen. Und dann machen wir uns frisch ans Werk. Wir wollen eine Kapelle errichten. Ja, eine Kapelle, eine kleine Abtei, eine kleine Kirche, hier direkt am Friedhof. Und ich war da eben schon mal, ja, die Friedenstaube ist schon ganz begeistert. Und jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren, dass es doch alles richtig gelingt. So, so und so. Also das wird dann hier hinten das, wie nennt man das, Kirchenschiff? Ich glaube schon, ne? Ich habe mir auch sogar eine kleine Zeichnung gemacht, wie das Ganze dann aussehen soll. Und so soll es schon mal nicht aussehen, denn, na doch, eigentlich schon. Okay, nicht so viel Snang. Hier kommt nämlich dann schon der erste Balken hin und hier kommt ein Balken hin. Und dann kommt hier vor... Jetzt mal kurz überlegen. Ja, genau, so machen wir es. So, zack, zack. Und da noch einer hin. Sie soll natürlich nicht so groß werden, die Kapelle. Es ist nur eine ganz kleine, bescheidene Friedhofskapelle sozusagen. Die darf... Oh, nein, da müssen wir gleich hin. So, die darf nicht so riesig werden. Und hier würde dann wahrscheinlich schon wieder ein Klops drauf kommen. Genau. Das gleich auf der anderen Seite auch. Also das wird das Gebälk, ne? Klar, Logo. Okay, und dann nochmal... wir haben schon... Oh, hier, guck mal. Wolk oder Schmied, steht auch Schmied drauf, ist nur leider hier so ein bisschen gebogen, deshalb kann man es nicht so gut sehen. Das ist mein erster Versuch, mal ein bisschen die mit der Grafik rumzuspielen, ne? Also mit dem Aussehen der Dorfbewohner so ein bisschen rumzuspielen. Leute, ich muss mich hier konzentrieren. Ach, die wollen mir sagen... Ach so. Ja, es wird Nacht, ne? Ja, dann gehen wir erstmal pennen. Ach, je. Gehen wir wieder ins Hotel. Wir müssen natürlich auch das Rathaus dann weitermachen. Da muss die Decke reingezogen werden. Die wollte ich ja jetzt wahrscheinlich doch nicht aus Sandstein machen komplett, sondern da wieder ein bisschen Holz mit reinbringen, das ein bisschen auflockern und außerdem so viel Sandstein sammeln, das kann ja keine Sau. Ja. Erstmal was essen. So, wieder zwei Brote gegessen. Eins haben wir noch über. Dann sind wir immer wieder satt.
Ja, da kommt die Friedhofskapelle hin. Da rennen wir jetzt hin. Und zwar hatte ich mir auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ihr kennt das ja, ich mache mir immer so ein bisschen Kopf, wie das denn hier so sein könnte in der Welt. Und bin dann zum Schluss gekommen. Hier, die Else guckt sich das schon mal an. Die ist immer sehr interessiert bei sowas. Ja, doch, ist sie. Jetzt muss ich kurz überlegen. So, so. Und das muss alles noch weg hier. Das müssen wir nochmal wegbuddeln. Ui. Ja, dass es wahrscheinlich mehrere Götter geben wird in dieser schönen Welt. Und einer dieser Götter wäre dann auch der Gott des Todes und der Wiedergeburt. Genau, der Wiedergeburt. Ja, und diesen Gott, dachte ich, nenne ich mal Spawn. Das passt, finde ich, ganz gut. Auch ist ein schöner Göttername, finde ich. Passt auch ganz gut zu der Welt hier. Das ist der Totengott Spawn. Ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt, was baut der Typ da? Und ich weiß es ehrlich gesagt selber noch nicht so richtig. Ist das ein bisschen groß? Nö. Ich glaube, das ist schon ganz okay so, oder? Oder mich jetzt hier einzu... Nö, ich denke, das ist ganz okay. Ich denke, das kann man so lassen. Auf der anderen Seite machen wir natürlich dasselbe. Also hier zwei hin. Und dann noch einen weg. Kommen wir hier ziemlich nah ran, ne? Kommen wir hier ziemlich nah... Boah, das ist fast ein bisschen groß, oder? Ja, verdammt, jetzt muss ich nochmal überlegen. Das ist mir eigentlich fast ein bisschen zu groß. Da muss ich nochmal was wegreißen, glaube ich. Ja, 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 da muss was weg. Ihr seht schon, ich bin hier richtig professionell am Klamüstern. Ja, ja, da habe ich Mist gebaut. Da muss nämlich hier dann der hin. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Ach, herrje, das wird jetzt etwas länger dauern. Naja, kann ich alles auf einmal richtig machen. Die kommen auch nochmal weg. Nicht, dass wir hier zu nah an die Gräber rankommen, wisst ihr? Das wäre mir nicht so lieb. Also, wo war ich stehen geblieben? Totengott Spawn, ja. Der ist zuständig, also der wird angebetet von den Dorfbewohnern. Ach, verdammt, was mache ich denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so, man sagt sich dann so, ja, mache ich mal kurz schnelle Aufnahme, ist doch kein Problem. Und doch ist es. Weil, gerade wenn man dann hier sowas baut, dann kommt man doch schon schnell durcheinander. So, hier noch einer. Hier nochmal ein bisschen Bruchstein hin. Okay. Und da muss das auch alles nochmal weg. Ah, Junge, 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 Junge. Vielleicht müssen wir auch bald mal wieder eine kleine Höhlentour machen. Denn irgendwann sind wir hier out of stones. Das bleibt dann gar nicht aus. Die Axt ist auch bald in Dutt. So, alles nochmal weg. Okay, jetzt nochmal von vorne. Also so und so und so. Dann kommt hier einer vor. Und so und so. Genau. Und hier kommt dann wieder der Klops drauf. So ist der Plan. Und dann ist sie auch nicht mehr so breit, ne? Jo. Genau. Und da kommt dann die Mauer hin. Also hier kommt dann die Mauer hin. 1, 2, 3. Und hier kommt wieder der Klops drauf. Also der Balken, ne? Die gehen dann nicht ganz durch. Und hier genau dasselbe. Und da hinten mache ich dann Fenster rein. Ja, ich weiß, es dauert jetzt alles ein wenig lange. Aber egal, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ha! Ja, das ist so die richtige Größe, würde ich sagen. Doch, das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt mache ich hier dann wieder ein paar Steine hin. Upsala. Hier kommt dann so ein Dreier hin. Dann können wir da noch ein Fenster reinmachen. Und dann haben wir auch fast schon, ne, Else, fast schon das Grundgebälk wieder für die kleine Kapelle für den Totengott Spawn errichtet.
Ja, die Dorfbewohner beten wahrscheinlich sehr gerne zu dem oder werden ihn sehr häufig anrufen. Also anrufen, ne? Also anbeten. Denn sie hoffen natürlich, dadurch werden sie immer oft zu dem Totengott beten, dass sie dann wiedergeboren werden. Also Wiedergeburt ist ja eine sehr erstrebenswerte Sache. Bei uns ist es ja so, also wir Supermenschen sozusagen, also wir ewig lebenden Bürgermeister-Supermenschen, wir werden ja sowieso wiedergeboren. Wir brauchen uns da nicht so eine Platte machen. Upsa. Und da kommt dann noch so ein kleiner Vorbau hin. Also das wird dann hier so der Eingang, ein Dreier-Eingang, ist immer ganz toll. Und hier kommen auch nochmal drei und ein Balken drauf. Und wir haben keine Steine mehr. Ist es nicht schön? Dann gehen wir gleich nochmal zur Bürgermeistervilla und gucken, ob da noch ein paar Steine irgendwo rumliegen. Ach, die Musik ist so schön. Na, Volko, wie gefällt dir dein neuer Hut? Ist aus Gold, ist doch cool, oder? Das eröffnet uns natürlich richtig viele Möglichkeiten, wenn wir hier ganz viele Dorfbewohner noch zufügen können. Also das Aussehen noch ein bisschen mehr verändern können von den Dorfbewohnern. Ist der zu schnell von da hinten nach hierher gerannt? Oder gibt es da zwei? Also hier haben wir schon mal keine. Doch, ja, Mensch, hier haben wir noch 64 Steine, Mensch. Haben wir auch alles voll mit dem Zeug. Wunderbar. Ich guck gerade mal, was wir hier sonst noch so haben. Wir nehmen mal hier den Zaun noch mit. Dafür lassen wir mal die schönen Blümchen hier. Okay, zurück zur Baustelle. Nee. Okay. Ich dachte eben, ne? Das wäre... Oh, ist der Rabe ist gerade aus dem Boden gekrochen. Ne, Enti? Und da ist ein Pferd am See. Am See werde ich auch noch was machen. Das verrate ich auch noch nicht. Haha. So, kurz mal ein Blick auf meine... auf meinen Plan, auf meinen Bauplan. Ist auch toll. Ich mache mir einen Bauplan und dann verbaue ich mich trotzdem. Am besten, ich baue dann doch einfach lieber wieder spontan. So, hier ist der Eingang. Der Eingangsbereich der kleinen Kapelle. So. Viel größer soll es ja noch... Oh ja, na gut, das geht jetzt nicht wegen der Blume. Die Blume, da ist... die kann der Stein nicht zerquetschen. Ist doch ganz logisch. Weg damit. Das sind sehr harte Blumen hier auch. Sehr widerstandsfähige Blumen von Flora. Jetzt bauen wir hier schon mal einen drauf. Und hier kommt dann der Eingangsbereich hin. Hüpf. Machen wir auch alles nicht zu groß. Na? Damit das alles noch eine schöne Optik ergibt dann hinterher. Okay. Das Brot lege ich mal beiseite. Das werde ich mir ja vielleicht nachher noch in die Birne kloppen. So. Wie findet ihr das? Das und hier kommen dann zwei Türen hin. Da können wir schon mal die Balken hinmachen. Also der Grundriss steht und ihr wisst ja, wenn der Grundriss erstmal steht, ist der Rest ein Kinderspiel. Den Fußboden, ja. Da muss ich mir nochmal überlegen. Haben wir noch eine zweite Axt dabei? Wir haben noch eine nagelneue dabei. Und die können wir nochmal dann zum Schmied bringen, dass der die repariert. Wir machen das nicht immer selber. Wir haben einen eigenen Schmied und der kann das auch ruhig mal dann reparieren. Ja, der Boden. Da weiß ich jetzt überhaupt noch nicht, wie ich den mache. Das muss natürlich auch irgendwie passend sein. Naja, mal schauen. Habt ihr Fury gerade gehört, wie er gewirrt hat? Wir können uns dann noch irgendwann mal so ein Pferd zähmen. Hier kommen Stufen hin. Da haben wir auch drei dabei. Und vielleicht mache ich den Boden dann aus diesen gebrannten Pflasterstein. Also, ne? So, in dieser Optik. Ich weiß noch nicht. Da muss man mal gucken. Vielleicht lasse ich auch erstmal den Fußboden sein und mache dann später einen rein. Jetzt machen wir erstmal das Gebälk, damit das Grundgebälk erstmal steht. So. Aber den Höhenflug müssen wir natürlich trotzdem irgendwann wieder machen. Das wird uns nicht erspart bleiben. Denn wir brauchen noch ganz viel Baumaterial. Wir haben zwar schon einiges jetzt hier errichtet, aber da muss noch ein bisschen was zukommen. Vielleicht reisen wir dann auch nochmal in den Winterwald. Mache ich das so? Oh Gott. Ja, mal gucken, wie das aussieht. Und hier würde ich nämlich dann Glas reinzimmern, eventuell. Mhm.
Oh, es wird schon wieder dunkel. Naja, Volko, Mensch. Es wird schon, passt du mal hier auf, damit hier keine Monster, hier keine Endermänner kommen und uns, da die Balken klauen. Er passt auf, hat er gesagt. Naja, ist doch nett. Das Armenhaus ist schlecht besucht und wir werden uns erstmal hier ein frisches Bad gönnen. La, la, la. Und jetzt ins Bett springen. Ja, wie ich das genau mache mit den, mit dem Glas, weiß ich noch nicht so recht. Ah, gucken, ob er gut aufgepasst hat. Hier die Nonne kommt auch aus ihrem Kabuff raus. Da sollte nochmal eine kleine Toilette hin. Da ist immer noch ein Bett drin, ja. Das müssen wir auch noch machen. Ja, und hier möchte ich dann eigentlich ganz gerne so einen Mammutbaum hinsetzen, der dann hier rauswächst. Und da ein, Baumhaus hinbauen. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig passt. Und hier muss, glaube ich, Steinfußboden rein. Das ist einfach für so eine kleine Kapelle passender. Ja, doch, doch, doch. Das wäre jetzt irgendwie... Oder in der Mitte so ein Steinweg und außen dann Holz. Könnte man natürlich auch machen. Außen was vielleicht von diesem roten Tropenholz hin. Außen Steinweg. Das wäre, glaube ich, schon ganz schick. Also hier so ein... Moment. Ich zeige euch mal, was ich vorhabe. Es soll halt so ein ganz kleines... Oh, jetzt ist die Schaufel kaputt. Okay, nächste Schaufel. Wir haben ja... Ach, Mensch. Nach Wolke brauchen wir auch erstmal gar nicht hinfällt mehr ein, weil der treibt ja eh hier in der Nähe rum. Dann kommt er wieder zu nichts. Das ist doch... Eigentlich ist es doch klar, dass unsere Aufträge bei ihm immer nie fertiggestellt werden. So, und dann hier außen, normales Holz oder? Ich würde sagen normales Holz. Da haben wir jetzt nicht so viel von auf Tasche, aber ich gucke mal, wie das aussieht. Ja, doch. Es passt schon, ne? Bisschen Abwechslung hier reinbringen. Von der Optik her. Und hier kommen dann so Bänke hin. Und auf der anderen Seite machen wir genau dasselbe. Dann holen wir uns erst nochmal normales Holz. Und bringen nochmal die kaputten Werkzeuge bei Volko vorbei. Der treibt sich zwar immer noch im Dorf rum. Auf der Suche nach einer Liebsten wahrscheinlich, ne? So sind die ja drauf. Ach hier, Flora. Wieder mal nicht im Laden, naja. Aber wahrscheinlich wirft sie immer ein Auge drauf. Hier, ich habe auch was für sie. Na, das ist ja eher was für Tante Emmy. Ja, das war's auch schon, liebe Flora. Aber du bist ja eh nicht da. Ja, hier treibt sich wieder im Dorf rum. Naja, das Übliche. Jo, so, Volko, hier. Nimm dies und das. Was ist das, eine Steinschaufel? Eine Steinschaufel brauchen wir, repariert er nicht. Das ist unter seiner Würde. Die Axt könnte er mal reparieren bei Zeiten. Und die Axt könnte er mal reparieren bei Zeiten. Diese Schaufel. Dann nehmen wir jetzt mal die für. Und wir könnten uns eigentlich mal... Was haben wir hier noch? Allmöglichen Krams. Naja. Mit der Axt kommen wir erst nochmal... mit der Spitzhacke kommen wir noch ein bisschen hin. Und wir gehen mal wieder zurück. Nee, wir wollten ja zum Rathaus gehen und noch Holz besorgen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Eh schon wieder dunkel wird und wir nichts geschafft haben. Hurra! Na, Tim? Ja, es geht auch weiter beim Rathaus. Versprochen. Aber erstmal muss jetzt hier mal ein bisschen was für den... guten Glauben getan werden. Hey, wer schiebt mich da beiseite? Ihr seid mir, ne, welche? Und zurück zur Kapelle. Zur Kapelle für den Totengott Sporn. Ja. Da sind wir auch schon wieder. Und wir müssen noch ein Grab machen. Wir müssen noch ein Grab ausheben für Ilsebilse. Die ja leider in der letzten Folge verstorben ist. Also nicht mehr aufgefunden wurde. Wahrscheinlich schon viel eher verstorben ist. Und da könnt ihr ja mal eure Ideen schreiben. Wie diese Kapelle, wie das Grab für Ilsebilse denn aussehen soll. Und ich hoffe ja, wenn ich jetzt den Tempel für den Totengott Sporn errichte, dass dann auch Ilsebilse wieder neugeboren, wieder erschaffen wird. So, wie gefällt euch das? Finde ich ganz nett. Vielleicht könnte man hier in der Mitte noch so einen roten Teppich reinziehen. Obwohl das dann wahrscheinlich ein bisschen übertrieben wäre. Aber naja, im Übertreiben sind wir ja ganz groß.